Hast du den Reifen gehört? Ja, da. Der Schnüffeln, den Asphalt. Da werden die ganz spitz von. R32, auch eine geile Karre. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist eine Burg, da oben ist eine Burg. Das hier ist ein CL500. Wir holen jetzt hier den Homie ab mit dem neuen 44 Porsche aus 89 S. Darüber habe ich ein Video auf meinem Kanal nächste Woche. Und die Sonne scheint, wir fahren zur Klassikstadt, zum Saisonausklang oder Saisonabschluss, wie auch immer man es nennen möchte. Bam! So, schaut mal einmal hier rein. Herrlich, mit dem Auto fahren wir gerade nach Frankfurt. Der 944 ist jetzt auch angekommen. Über dieses Auto gibt es ein Video auf meinem Kanal nächste Woche. Ja, in ein paar Tagen. Sehr, sehr geil, 944. Nur in einem einzigen Jahr wurde dieser Motor gebaut. Und ja, wir düsen jetzt nach Francoforte. Schaut mal rein hier als kleiner Teaser. So sieht das aus. Willkommen in der Klassikstadt in Frankfurt. Es sind unfassbar viele Kinder Carspotter geworden in den letzten Jahren. Sehr, sehr beeindruckend hier. Das sind alles Carspotter. Gab es damals nicht. Ich war ja schon damals bei den ersten Treffen, Saisonausklang, Einklang, Sonntagstreffen. Und da waren da, keine Ahnung, 5, 6 Spotter. Und die kannte man dann alle persönlich. Und hier, das ist Wahnsinn, wie viele Menschen hier jetzt einfach auf der Straße stehen. Im Moment ist es recht langweilig. Wir gucken mal nach. So, hier, die Kinder rennen wegen dem Nissan GT-R in einer lila Folie. Sehr modern, haben sehr, sehr viele momentan. Hatte ich letztes Mal in der Motorwelt schon gesagt, das ist irgendwie so eine Trendfarbe. Jeder, keine Ahnung, jeder 10., na so nicht, jeder 20. Tuner hat diese Farbe. Halt ein GTR, ne? Dann den hier, dann hier E24 aus 1976, nehme ich mal schwer an, wenn ich sein Kennzeichen angucke. Ein Video zu so einem Auto, zum alten 6er Sharknose, gibt es auf meinem Kanal. Allerdings ein 35er, was ist das für einer? Ein 33er, das ist doch der ältere. Oh, hier, W111, ein Käfer, hier solides Auto. Ach, guck mal, jetzt will er hier rein, das ist nämlich eine Einfahrt. Aber, ja, sehr, sehr schön, hier ein GTC aus der Schweiz, aus Genf, wie sich das gehört. Da vorne noch ein GTR, Facelift sogar, der neue. Jetzt gucken wir mal, wie sie jetzt reagieren, wenn sie das entdecken. Oder weil der keine lila Flickflack-TikTok-Farbe hat, vielleicht gar nicht. Warte, da, die TikToker, na, was macht der? Der interessiert die jetzt nicht, oder was? Neuer GTR, der alte Schüssel da mit lila Folierung finden sie geil, aber den nicht. Facelift mit diesem wunderschönen Orange ist doch offensichtlich schöner. Naja, wir filmen einfach mal. Guck mal, ja, irgendwie reagieren sie anders auf den, ne? Ja, TikTok. Die haben so einen Dopamin- Kick, Alter, wenn da eine lila Karre kommt, drehen die übelst durch. Die denken, ey, das habe ich gesehen in TikTok. Sportlicher Bentley-Fahrer, den kenne ich auch. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, ist eine Ehre, ist meine Ehre. Schönes Auto. Was, ihr geht? Findest du nicht gut? Ich bin den so gefahren, auch mit der Farbe. Fährt schon durchaus sportlich. Der Mann hat sogar Handschuhe an, dass er hier in der Innenstadt nicht die Traktion verliert. Das Lenkrad slippt aus der Hand ohne die Handschuhe. Oh, jetzt Drehzahlen, jetzt Launch Control in den Mazda rein. Leider nicht. Hier auch ein Rennfahrer. Da kommt der Corvette-Line-Up. Opel GT dahinter, dahinter ein Alpina. Oder Alpine, nicht Alpina. Alpina sind die BMWs, verwechsel ich gerne mal. Hier, den Kennzeichen, aber komischerweise ein H. Hä? Gab's das so? Nö. Wie lange soll das Video heute werden? Ich weiß es nicht, wie lange. Bist du denn ein Zuschauer von mir? Ja. Sehr gut, ja. Geil. Auch auf Instagram, folgst du mir da? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ja, musst du mal machen. Ich guck mal YouTube. Utixo.de auf Instagram, folgt mir mal. Sehr, sehr schön. Ah, hier 500er, das ist eine geile Karre. Wie lang geht das Video? Wie lange möchtest du es denn haben? 15 Minuten. Ja, dass du gemütlich abends angucken kannst, oder? Hier 500er mit Evo-Felgen, sehr, sehr geil. Echt schön, 500er, geil. Hier sehr, sehr schön, Restaurationszustand, würde ich mal behaupten. Dann hier ein Midget, was heißt Midget auf Englisch? Deutsch übersetzt Zwerg. Und so sieht das Auto auch aus, ein Zwergenauto. Wer war das jetzt, der BMW oder eher mit dem, was ist das, 996 hier mit den Spiegelei-Lichtern, ja, ne? Finde ich auch nicht so toll irgendwie, naja.
Also wie ihr sehen könnt, hier geht es übelst ab in der Klassikstadt. Wir müssen mal aufpassen, dass es nicht zu krass wird. Richtig heftig. Stoppt das Video an dieser Stelle mal. Wir gucken mal, ob noch ein paar gute Autos kommen. Die Kids sind wieder alle ganz angestrengt am Telefon, um eine gute Aufnahme zu bekommen von einem Auto, was man im Nürburgring an einem Tag sicherlich 100-mal in allen Variationen und Farben sehen kann, auch als RS. Trotzdem springen sie auf. Ja, wunderschön. Schönes Auto. Da vorne noch eine Citroën Ente. Auch cool. Da hier leider nichts Spannendes kommt, filmen wir die auch mal. Guck mal hier, keiner der TikTok-Stars. Guck mal, der TikTok-Star ist sehr klein davon. Der ist so klein wie das Auto. Keiner filmt so ein schönes Auto. Ja doch, ich kann schon verstehen. Die wollen alle nur Hyper kaufen. Schon peinlich nebenan. Da kommt noch einer, ein moderner. Witzig. Also das war ein alter 10-Zylinder. Lauf mal nicht so ins Bild, Alter. Was bist du für einer? So, da kommt das alte, modifizierte Fahrzeug nochmal, aber klingt geil. Klingt schon sehr männlich. Witzig, so eine auffällige Farbe. Und der war mindestens genauso laut. Quattro, geil. Und da kommt er wieder, komm, filmen wir aus Beileid, aus Mitleid hier. Ah doch, klingt doch lustig. Aber kennt man den? Das war doch zu weit weg. Hat er das überhaupt gesehen? Doch, er lacht. Der kann, glaube ich, nicht lesen. Der lacht einfach nur so. Schade. Aber umdrehen, umdrehen. Hier, Shitcar-Counter. Endlich mal was Gescheites hier. SF90 Klapperbüchs, GDC, 8-Zylinder. Leider stehen hier ganz, ganz viele auf der Straße. Der Lotus genießt den Fame, der ihm leider nicht gebührt. Die stehen da alle wegen dem GD3 RS. Gehe ich mal ein bisschen hier vor. Solide Farbe. Hier sieht cool aus mit den gelben Lichtern, das hatte ich in Dubai. Ich war 3 Monate in Dubai, hatte einen Dodge Challenger SRT8. Der hat auch so schöne gelbe Lichter vorne. M4 Competition. Da vorne der neue M2. Viele finden den ja nicht schön, weil er so eckig aussieht. Es ist einfach nur ein Viereck. Wenn man sich das, das und das und das anschaut, ist einfach nur ein Viereck, mehr nicht. Aber ich finde, der sieht gar nicht so schlecht aus. Dahinter dann der SL mit dem AMG-Paket. Sieht eigentlich recht gut aus. Hat meistens so US-Importe und so. Woran erkennt man das? Ja, sieht einfach viel sportlicher aus. Einer der letzten auch. Schon Facelift. Sehr, sehr schick. Hier ein Whitebody C63. Fed hat er im Kennzeichenhalter stehen. Möglicherweise Motortuning, Fenster hoch, jawohl. Er macht auf ganz cool. Er fährt das auffälligste Auto hier, macht das Fenster hoch, als würde er nicht gesehen werden wollen. Lächerlich. Naja, solide Karre, sehr, sehr, sehr auffällig. Dann haben wir hier ein 4C. Witziges Auto, wenn man ein winzig kleiner Mann ist, perfekt. Ich würde da gar nicht reinpassen, denke ich mal. Na cool, so ein älterer Herr. Ich respektiere das immer, wenn jemand für ein Auto, was keinerlei Leistung hat, so viel Geld ausgibt. Finde ich sehr beeindruckend. Auch Lotus und so, sehr beeindruckend. Wenn einer Lotus fährt, denke ich immer, das ist geil. Das sind, glaube ich, die Leute, die wahren Wohlstand haben. Die gehen nicht nur rein auf PS und Motorleistung und Motorgröße, sondern auf Ästhetik, Stil und Fahreigenschaften. Das respektiere ich. Dann hier auch ganz cool, der dicke GMC-Truck. Meine Mädels
Chicago. Hier, California Tee. Das ist kein Portofino. Portofino ist der Nachfolger. Oh, hier, wer war das denn? Ah, da hinten, die Cobra macht Lärm. Der California Tee ist so der Einsteiger Ferrari. Der hat halt Metallklappdach, Cabriolet, deshalb wird er oft von Frauen gefahren. Gerade in den USA ausschließlich von Frauen. Am Steuer sitzt jetzt ein Mann mit einer Frau nebendran. Aber es ist trotzdem ein tolles Auto. Das ist nicht schlecht. So. Hier, W210, auch ein tolles Auto, gerade als 55er. Hier, der hat einen V8, da steht sogar 55 drauf. Komisch, das war aber, glaube ich, keiner, aber es war ein V8, vielleicht ein 430. Also, er hatte auf jeden Fall ein V8. Und der Zustand war grässlich, der Klang war gerade echt nicht so schön. Da hing ein kleiner Lotus. Ist das hier nicht so eine Edition? Nee, Targa 4. Oh, da ist er richtig laut hier. Geile Cobra. Da lasse ich mal die Kamera laufen. Der soll das nochmal. Mama, Burnout! Nicht so schüchtern! Burnout! Burnout! Nicht so schüchtern! Burnout! Haben wir fast die Zigarette aus der Hand gefallen. Schöne laute Corvette. Der ist auch nicht schlecht hier in dunkelblau. Oh ja, hier. Sehr, sehr schön. 812 GDS. Ausgezeichnetes Auto in so einer schönen silbernen Farbe. Finde ich auch nicht schlecht. Dann hier der 370Z. Fühlt sich angestachelt vom Ferrari-Fahrer mit seinen Toyo-Tires. Hat er überhaupt Toyo-Tires drauf oder nur ein Sticker? Na? Das sind tatsächlich Toyo-Tires. Ja, der Ferrari. Witzig, Toyo-Tires hat er sogar drauf. So, dann haben wir hier ein 360. Oder ist das ein 430? Der hat aber 360 Felgen. Jetzt habe ich nicht genau hingeguckt. Der, nee, 360. Vorne ist aber irgendwie einer der letzten 360 wahrscheinlich. I8. Dann hier ein Mercedes mit zwei Mercedes-Sternen, dahinter ein Shelby Cobra Dingsbums, die werden aber oft gefaked, deshalb muss ich erstmal die Bremsanlage angucken, ob das wirklich einer ist oder nur ein Umbau. Er beweist seine Männlichkeit, indem er den Motor aufheulen lässt. Vier Zylinder. Ach, es ist ein Amerikaner von der Base, es ist tatsächlich kein Shelby, es ist ein Fake-Umbau, wenn ich mir so die Bremse angucke und die Felgen, glaube ich. Es ist einfach nur ein GT mit Bodykit vom Shelby, wie ich schon vermutet hatte. Wer den 944 geil findet, der muss das Video. Der muss das Video auf meinem Kanal davon angucken. Burnout! Ja, traut sich nicht, kann es nicht. Ich weiß nicht, war ein Schaltwagen. Hier noch ein Mustang. Ach, das ist ein Bullet. Das ist so quasi eine kleine Sonderedition, da besteht dann genau da Bullet. Da vorne kommt ein Auto, was winzig klein ist, so groß wie mein Finger. Ah, hier, das ist auch winzig. Das ist wirklich sehr, sehr klein. Schau mal hier. Das passt zwischen meine Finger. Das ist ja süß hier. Zwei winzig kleine Autos. Gottes Willen, Rucksack. Geil. So, Supra. Dann da hinten 8er, 850. Sehr, sehr geil. Dann hier ordentlicher Ponton-Mercedes, auch sehr, sehr schön. Hier Sportwagen. Großen Spoiler. Noch ein Sportwagen, der hat eine coole Farbe. Wobei, das könnte foliert sein, so wie das glänzt. Na, hier ist das, ein 10-Zylinder hier. Geil. Mach mal ein Burnout, Kickdown, Soundcheck, Vollgas. Oh, jetzt. Oh je. Guck mal hier. Geil, Alter. FT1, der König von Frankfurt. Auf so einem vergammelten SL500. Eine Schande. So ein Kennzeichen. So, da hinten, da kommt C63, Coupé. Dicker Golf, dicker Tesla Model 3 hier. Dicke alte C-Klasse, dicke Alpha. Überall nur dicke Monsterkarren hier. Der Wahnsinn. Leider nur ein 53 und hier haben wir einen 12-Zylinder-7er.
Saugeil. Undercover fährt er hier durch, nichts draufstehen, nur das kleine 12-Zylinder an der Seite. Sehr, sehr schick. Boah, hier kommt Monster Martini Racing. Alter, ich drehe ab. Ich verstehe nicht, dass die Carsporter da jetzt nicht durchdrehen. Gefolgt von einem Auto, was nicht so spannend ist. Ein alter E30 M3. Nicht so spannend wie das vorne dran. Der Punto ist am geilsten. Wieso filmt ihr den Punto eigentlich nicht? Da ist so ein Punto. Hier. Wieso filmt ihr den nicht und fotografiert den nicht? Keine Ahnung. Geil. Mit dem Hund auf dem Beifahrersitz, das ist witzig. Ah, da ist noch ein Punto. Hier, ein neuer Punto. Ah ja, er hier. Komm, gib mal alles. Jawohl, das ist ein Mann. Der Turbo S da vorne hat die Spoilerlippe vorne ausgefahren. Die Gummilippe kann man elektronisch ausfahren. Die hat er ausgefahren. Das ist perfekt zum Aufsetzen. Schönes Auto hier. So, hier. Kundtaschenneuer. Sehr, sehr schick. Hat mir gerade ein geheimer Insider, der auch meine Videos schaut, vielen Dank, gezeigt. Mach mal was! Hier, guck mal, ab, tada. Oh, hier, die Dinger sind günstig. Die kosten gar nichts. Abt hat er im Kühlergrill stehen gehabt. Habe ich noch nie gehört, dass die von Abt, aber ist ja VW-Technik. Geht wahrscheinlich. So, die Kids sind alle schon in Bereitschaft. Guck mal, Kickdown. Schade, klang jetzt auch nicht so toll. Dann mal ihn hier wieder. PS 680. Mhm. Ah, die drehen leider nicht so hoch. C7. Hier einen alten Caddy. Sag das nochmal für die Kamera, bitte. Das Auto ist nicht geil, aber die alte ist geil. Du kommentierst jetzt die Videos. Hier. So, bewerte mal. Hier, da kommt jetzt da vorne ein SS, ein alter Dingsbums, Camaro oder was? Sag mal was zu dem Camaro. Ja, da gibt's nichts zu sagen. Und hier zu den M4 und CL63. Das ist was für Kinder. Der CL ist aber für Männer hier. Der hat sogar eine 1 auf dem Kennzeichen. Das ist edel. Das ist was fein, aber die Felgen? Vor allen Dingen die Felgen, in weiß ist er edel. Aber die Felgen, das ist doch peinlich hier, weiß mit den Felgen hier anzukommen. Ja, und der? Ja, das ist klasse. Und hier grünes Flickflack-Metallic-Folie, was sagst du dazu? Gut, das ist für Kindergarten. Das Ding liegt fast am Boden. Geiger Cars war der Importeur, dieser C7 Stingray. De Tomasso hier. Ach, Frauensteuer, interessant. Und eine Omi nebendran. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja. 458, Sauger. Und witzig ist, er wollte gerade die Tür öffnen für den Carspotter hier. Ein Zuschauer meiner Videos, auch dieses Video schaut er an. Liebe Grüße an dich. Er wollte ihm die Tür öffnen, der Fahrer wusste nicht, wie man die Tür öffnet. Das ist immer witzig. Die fahren so Autos, wissen gar nicht, wie das Auto funktioniert. Er musste seine Tür.
öffnen, um das Auto zu entriegeln. Gib Gas! Interessant. Ein Fake Ford GT. Hä? Hat aber wohl ein V8. Interessantes Dingsbums-Auto. So, da kommt jetzt die BMW-Gang. Mal wenigstens einen normalen Klang, so wie sich das gehört. Ein Video über dieses Auto auf meinem Kanal, einfach eingeben auf meinem Kanal 635 CSI. Hier, guck mal, schönes Polizeiauto. Der hinten, kann der das nicht? Wir gucken mal. Rennen alle. Ja Mensch, jetzt macht der nichts, Mensch. Sauerei. Komm. Boah, geil, guck mal, das ist ein Pickup-Umbau. Wie cool. Hier, wunderschönes Auto. Das ist nicht die älteste Viper, so die neueste vor der allerneuesten dann gewesen. So, das ist noch die aktuelle und dann gab es jetzt Facelift. Mittlerweile gibt es so eine ganz neue. Dürfen wir den 10-Zylinder hören? Mach mal. Bitte. Schönes Auto. Achtung, lauf mal. Er will nicht, ist schüchtern. Er ist ja schüchterner. Oder jetzt? Es wäre lustig, wenn er jetzt... Gib doch mal Gas! Gib doch mal Gas, Mensch! Wofür hast du eine Corvette? Guck mal, wie geil die aussieht, ey. So ein Viper. Ja, yeah. 458 Speziale. Ja, ja, ja. 458 Speziale gleich. Sehr schönes Auto. Schönes Autochen. Ich lasse das Video einfach mal laufen, ungeschnitten. Gucken wir mal, wenn da so viele hier zuschauen, dann macht er doch jetzt vielleicht mal irgendwas Männliches. Es gibt dann Fistbump, dem Verrückten hier. So,
unterhält er sich mit dem Verrückten. Naja, ihr könnt ja vorspulen. Waren ja mit Daimler. Ja, stimmt. Hier, die Viper hatte gerade, hat er zugemacht. Er hatte eine Mercedes-Hupe, lustigerweise. Das war ja noch, da waren sie mir noch mit Daimler. Dort mit Daimler gab es ja viele Modelle, die Mercedes-Technik hatten. Offensichtlich war es die Hupe von Mercedes. So, da haben wir jetzt. Da kommt noch so ein Camaro, das ist ja krass. Ein 6, was ist das, 675 LT. Ja. Auch mittlerweile alte Klapperbüchs. So wie es auf dem Kennzeichen steht. Ah, steht sogar auf dem Kennzeichen. 675 LT in Orange. Und was macht er jetzt? Jetzt lässt das richtig fliegen. Es hebt da ab. Schon wieder hier. Jetzt quasselt er wieder mit dem geilsten Carsporter von Frankfurt. Liebe Grüße an dich, falls der Weg dich in mein Video leitet. Glas Bonnet. Ich glaube, die Glas Bonnet hinten war modifiziert bei dem LT eben. Das war nicht original. So ein Camaro kann doch mal was machen. Noch einer. Ja, wie? Und die machen jetzt gar nichts, oder was? Das ist ja schwach. Das ist ja peinlich. Das ist Verschwendung meiner Megabytes und Gigabytes auf meiner Speicherkarte. Schämt euch. Wenn er hier nur vorbeifährt, akzeptiere ich das noch. Aber so einen modernen Camaro zu fahren mit so viel Spoiler und Aufklebern und dann nicht fahren können, puh. Aber das ist normal. Ist dann schon gesehen am Ring. Guck mal, er liebt es hier. Ah, okay, er geht aber runter. Ehrenhafter Mann. Sag mal, hier der Verrückte kennt auch jeden, oder? Oder labert die einfach alle an? Das schüttelt jeden mal die Hand und sagt, hey, geile Karre. Klingt ja komisch. Klingt ja so komisch. Hä? Geht ja überhaupt nichts, Alter. Was ist das denn? Ist ja peinlich. Und Hybrid ist auch noch, ne? Jesus Christus, die armen Besitzer, kaufen so ein teures Auto und dann klingt hier der M4, ja, wobei M4 klingt so blechern. Da klingt der EQS oder EQE noch geiler. Ich glaube, es ist ein EQS. Nee, EQE. Da klingt der noch geiler. Hier, hört mal. Wie ein UFO. Hier, RS7, der klingt gut. Schau mein Video, dann siehst du, EQS, EQE bin ich gefahren. Das ist 53 AMG, 761 PS, guck an. Der Huert. Was ist da vorne noch das Verkaufsschild drin, oder was? Da ist so ein Verkaufszettel vorne drin, das ist gut. Der Kilian läuft voll breit. Grüße gehen raus. Audi-Zentrum Hanau hat vergessen, Sportmodus anzumachen und nicht mal die Klappe. Oh. Hä? Oh, Alter. Nicht schlecht. Weiter so. Endlich mal ein Mann. Und jetzt. Dann, dann, dann. Ganz genau. DBS. So gehört sich das hier. Angerast kommen und dann erstmal Standgas wie ein Wahnsinniger. Aber das war jetzt, guck mal, der schüttelt da auch die Hand hier. Honda NSX, da hinten kommt Diablo. Das Ford GT-Kit ist out, jetzt ist das Diablo-Kit in. Diablo! Diablo! Ey, du bist super berühmt, Alter. Kennst ja jeden Fahrer, schüttelst in die Hand. Ja, weil ich jeden eingeladen habe. Er hat jeden eingeladen, was heißt das? War das? Der hat nicht mal gelacht, das war anscheinend kein Witz. Ich
glaube, ihm gehört der Bums da hinten. Wir laufen auch noch hier einmal über das ganze Ding und ich filme alle Teilnehmer. Direkt ohne zu sehen. Das ist eine Frau im Steuer, die macht Burnouts. Wie geil ist die denn? Komm mal, Nummer. Ah, mehr Gas. Das ist nicht gut für die Kupplung. Da kommt schon hinten zu viel Rauch raus. Das sagt er. Geil. Hey. Yeah, der Wix. Wix 6. Ah, da kommt da drüben wieder Nissan GTR, da rennen sie da hinten. Ist nicht heller? Keine Ahnung. Ruby Stone ist doch diese hellere Farbe, das ist so das alte Lila, Ultraviolett oder so. Bei BMW gab es das auch, da hieß das Daytona Purple, da GTR. Einfach ein so gutes Auto. Auch noch in dem Weiß. Klingt schön, das ist doch der alte mit dem 6,2 Liter Motor. Das ist 430 Scuderia. 16M. Cabrio, Spider. Hier, Daddy kommt, damals orangefarben gewesen, ne, so golden, glaube ich, ne, mattgold. Beides. Frankfurter Legende, der Daddy SLS. Offensichtlich veränderter, modifizierter Auspuff. Gib mal Gas. Mit der Sidepipe eben hier die helle Hose, fast out. So, wir fahren hier gerade in einem Polo GTI, dazu habe ich auch ein Video auf meinem Kanal gerade gedreht, über diesen Parkplatz hier von der Klassikstadt. Die Klassikstadt ist auch mittlerweile immer populärer geworden, deshalb werden hier alle Seitenparkplätze schon ausgenutzt und hier stehen überall die schicken Autos, die nicht reinfahren konnten, beziehungsweise reinfahren hätten sie können, aber nicht parken. Hier ein MC-Stradale ohne Kennzeichen vorne. Jetzt tröpfelt es leider, deshalb haben wir uns ins Auto gesetzt. Hui, ein R32, M4. Hier Cabrio-Verdeck offen, das wird er ja wahrscheinlich irgendwann bemerken, dass es regnet und kommen. Da kommt er, glaube ich, schon. Ein Gallardo. 530, oh, gefolgt hier vom. Den kennen wir doch. Der Moritz. Autosport Iber. Hier. Oh, hier geht's gerade weiter, ey. Automobile. Warte, mach mal das so ein bisschen offen. Mach so ein bisschen runter wieder. Dass ich schön die Kamera voll regnen lassen kann. Oder ich im Auto sitze. Ja, war ein guter, perfekter Zeitpunkt. Hier wunderschön mit der Cobra. Die sitzen jetzt im Regen. Kein Dach das dabei. Feeling. Gibt wohl, ja doch, gibt auch kein Dach. Ne? So provisorisch gibt es ja bei manchen Fahrzeugen, bei dem hier aber nicht. Die sitzen jetzt halt einfach im Regen. Ich empfehle ihnen, irgendwo sich unterzustellen. Hier, er hat gerade den Motor. Fahr mal ein bisschen vor. Der soll das nochmal machen. Der hat hier gerade den Motor aufholen lassen und da sind die ganzen Blätter von der Seite weggeflogen. Wunderschöner CL hier. Video auf meinem Kanal. Lass das nochmal machen. Gib nochmal Gas! Da ist schon das Schild umgeweht da hinten. Ausfahrtsschild umgeweht bei der Klassikstadt. Klassikstadt ist in den Regen.
gefallen, nee, hä? Wie sagt man? Ins Wasser gefallen, genau. Komm, der soll das nochmal machen. Gib nochmal Gas! Geil, jetzt ist er sauer hier im Regen. Fahren ist nicht schlimm, aber stehen ist scheiße. Oh, guck mal. Hier, Elvis ist auch am Start. Gallardo. Oh, hier, wieder so ein alter Gallardo. Die Viper hier im Regen. Die haben alle hier so einen Spoilersitz draufgeklebt, oder ist das irgendein Ding? Nee, da hat er selber drauf gemacht. Oh, war auch ein Schalter? Nee, Turbo. Ja, das was? Ist hier oh, dieses, das ist so eine Tuning-Firma. Oh, ein Turbo-Gallardo. Traban. Es sieht leer aus. Ja, leer. Laufen wir einmal rein. Dann DBX, der Aston Martin SUV als 707, glaube ich sogar. Mit dem schwarzen unten sieht er so sportlich aus. Das könnte schon der 707 sein. Er hat 707 PS, deshalb heißt er so. So, laufen wir mal rein. Ist heute recht langweilig, ein STO und hier vorne den LT. Hier Heckflosser S-Klasse von Mercedes. Geil. Wieso heißt der Heckflosser? Ja, wegen der Heckflosse. Laufen einmal hier unten durch. Die oberen Gänge sind die Fahrzeuge, die dauerhaft hier sind. Die könnt ihr in meinem anderen Video entnehmen. Hier gibt es kleine Autos zu kaufen. Ab 5 Euro. Ich dachte 5 Euro, da hätte ich mehr mitgenommen, aber ab 5 Euro. Das grenzt ja fast an Betrug, aber ich gucke auch gleich mal. Modellautos sind auch immer ganz cool. Kann man sich schon mal in klein alle Autos kaufen, die man sich so erträumt und erwünscht. Hier der aktuelle McLaren Lineup. Und hier der hier, das war es hier von innen drin. Noch dahin noch ein Elfer. Sehr, sehr schick. Hier mächtig. Der Chef kommt hier mit einem, was ist das, Silver Cloud oder so, Cabriolet, ein alter Rolls-Royce. Silver Clown. Ein Corniche. Voll falsch, ein Corniche, weil es ein Cabrio ist. Der anderen sind die Silver Clouds. Cornello Nuss. Wo ist denn eigentlich hier die Autos, die schön? Hier ein Premium-Hund. Teure Autos, teure Hunde. So, jetzt laufen wir mal hier durch. Teure Frauen. Da kommt so ein alter Leichenwagen. Sehr geil. Jetzt laufen wir mal hier durch. Film alle Autos, dass jeder Teilnehmer sich selber finden kann. Ich schneide das Video nicht. Dadurch hast du die Möglichkeit zu wissen, wo ich langlaufe und vorzuspulen, wenn du keine Lust hast, alle Autos zu sehen. Und kannst dein eigenes Auto sehen. Und vielleicht kommentiere ich sogar, wenn es in irgendeiner Weise auffällig ist, wie zum Beispiel das Auto hier. Das sieht ziemlich witzig aus, weil der Grill hier riesig ist, aber doch nicht bis ganz rüber. Ja, sah doch irgendwie interessant aus. Dann hier mit den ausgestellten Kotflügeln sieht eigentlich ganz geil aus. Ein G60, keine Ahnung was das ist. Getunter VW. Ach, wie cool hier. Den habe ich schon gesehen, aber nicht angemeldet. Auch nicht mit einem Dachträger mit coolem Zeug drauf. Witziger Vierlefanz, die man teuer verkaufen kann auf dem Dach. Cooles Auto, über den 911K habe ich sogar ein Konfigurationsvideo gemacht, als er rauskam. Der Dakar ist der aktuell langsamste Porsche, den Porsche baut. Einfach wegen der Höhe, das stand in so einem Bericht, das hatte ich natürlich im anderen Video gesagt. Ich glaube, dass der Base Macan langsamer ist. Das sei der langsamste Porsche, der aktuell, den man aktuell kaufen kann. Hier, 458 Speziale. Auch schick, den haben wir eben auf der Straße mit Sound gefilmt schon. Draußen Burnout, wie man hören kann. Wir leider nicht dabei. Aber ja, das sei der langsamste Porsche aktuell.
ein E36, E30, M3. Der Mann zu meiner Linken hat mir das beigebracht, welche Baureihen, wie die alle heißen. Dann hier ein E24 B7 Turbo von Alpina, extrem geil. Direkt nebendran noch ein E24 mit getunten Felgen, mit einem M-Logo vorne drin. Wird wahrscheinlich ein 635 einfach nur sein, ne? Ja. Hier, das ist besonders geil, E36 Turbo von Alpina, 3-2. Das ist sehr, sehr geil. Ja. Der ist dann aber auch einfach E36. Da war das noch nicht mit diesen, ja, genau, dass der Touring eine andere... E36 Touring. Ist das dann auch ein E36 Cabriolet einfach? Ja, genau. Oh, das ist aber Alpina. Guck mal, hier die Sitze. Ja. Sogar hier unten steht's. Der hat sogar die Sitze auch. Boah, das ist gut hier mit den... Da hat er so geändertes Leder und das hat er sogar auch. Sieht man nicht so gut. Aber das hier ist keine M3, oder? Das ist selber drauf geklebt. Also ich würde mal anhand der, aber Felgen, Felgen und der Spiegel sagen, die Felgen dass hat er. M3, ja. Das stimmt, die Felgen. Oh doch, da ist auch ein Zettel vorne drin. Wir gucken noch die Sitze an. Und? Ja, sind Sportsitze, oder? Ja, also er hat jetzt nicht die Vader-Sitze, aber die waren ja aufpreispflichtig. E36 M3 Cabriolet. Ja. Doch. Viel zu teuer natürlich. Was hat er denn, was kostet er denn? 40.000. Steht zum Verkauf, Sammlerfahrzeug. Dann haben wir da hinten einen dicken alten 7er, den haben wir vorhin auch schon gefilmt. Ja, der Alpine ist auch nochmal sexy. Da haben sich hier die richtigen getroffen auf dem Parkplatz. Dann da, der Rolls-Royce macht doch das Dach zu. Nee. So, dann laufen wir mal weiter. Hier haben wir alles. Da der California T, den haben wir vorhin auch gefilmt. Was ist das? 55 Maranello? Ja. Das wollte mein Papa früher kaufen. Hat er dann nicht gemacht, weil er sich den Kopf gestoßen hat, das Auto ihm zu eng war. Dann hat er sich halt eine S-Klasse gekauft mit dem dicksten Motor. Wunderschönes Auto, steht auch auf dem Schreibtisch zu Hause. Als Modellauto in 1.18. Tschüss. Komm, weiter geht's. So, gucken wir, was hier noch gibt. Ich habe ein Video über die ganze Klassikstadt und das komplette Inventar auf meinem Kanal. Das könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr euch interessiert, was da oben überall steht. Jedes Auto gefilmt, eine komplette Tour, auch durch die Werkstatt, alles. Deshalb mache ich das heute nicht. Da vorne 300 SL in Blau, auch geil. Deshalb filme ich jetzt einfach nur quasi, was hier aktuell heute steht. De Tomaso. Hier Diablo. Da der 300 SL, wunderschön, hier im Regen, die kommen auch schon seit Jahren. Hier ein El Camino, auch geil, El Camino SS. Kommt sogar wieder die Sonne raus, sehr, sehr schön. Auch hier, dieser Scania LKW ist geil und dass er hier die Stoßstange vorne abgeschraubt hat, ist cool. Hier quasi so ein Hänger in Form eines Autohecks. Da haben wir nochmal den Elvis. C7 Stingray. Hier De Tomaso da drüben, noch einer. Den haben wir auch gefilmt schon auf der Straße. Das Video hat Timestamps, wo ich hier Kapitel quasi einfüge. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr irgendwas überspringen wollt und nicht sehen wollt, zu springen, da der 500er von vorhin, E500. Laufen wir einmal komplett drumherum. Ah, da vorne stehen noch coole Autos. Da ist gerade noch dieser AMG GT Pro heißt er, glaube ich, dazugekommen. Da muss ich einmal hier gucken, wo ich hochlaufe. Wahrscheinlich da vorne. Das steht da hinten. Gehen wir auch noch hin. Hier dicker SL mit diesen MAE-Felgen tief. Dann haben wir hier einen goldenen Mercedes-Stern, so wie auch bei meinem Mercedes. So gehört sich das übrigens. Wer das nicht hat, ist kein wahrer Mercedes-Fahrer. Subaru, Gran Turismo. Ah, da ist eine kleine Treppe. Die nehmen wir doch einfach mal hier.
Der hat hier den Schirm aufgespannt, dass es nicht alles voll regnet. Interessante Farbe, interessantes Auto. Hier so ein Sticker für Paul. Er heißt auch vor Paul GTR, interessant. Vorne werden die Autos wie immer beim Durchfahren anmoderiert. Es ist ganz schön kalt heute. Ich laufe da vorne wieder rum, runter und dann gucken wir mal. Wir können auch mal einmal in der Mitte durchlaufen. Da soll wohl auch ein Speedtail stehen in der Werkstatt. McLaren Speedtail. Gerade für meine jungen Zuschauer ist das interessant. Hier, der ist cool, da kann man die Türen versenken. Z1. Er kriegt die Karre hier kaum an. Da ist hier noch einer, Pagode SL. Da ist er wieder ausgegangen. Er hat Probleme. Untypisch. Hier GT3 Touring. Was ist das? Fehlt ein Spoiler. Und es ist ein Schaltwagen. Da hat er einen Schaltknüppel. Lotus mit der aufwendigen Folierung. Der fuhr vorhin schon auf der Straße vorbei. Alter Alfa Romeo, dann hier Rennwagen, auch offen, da ist aber nicht viel, da kann nichts kaputt gehen, es ist nicht sonderlich viel in diesem Auto, auch die alle geschlossen Dach. Ah, er hat ihn doch noch angekriegt, hier sehr cool, Honda-Zeichen finde ich jetzt nicht so cool, das ist ziemlich geil, dass hier alles Carbon, das sieht auch sehr monströs aus hier. Sehr, sehr beeindruckend. Sehr viel Carbon. Ah, hier. Hier steht der 288 GTO, der war vorhin auf der Straße. Ein Auto für 3 Millionen Euro, das hatte ich vorhin auf der Straße nicht filmen können. Der war aber tatsächlich einfach vorbeigefahren. 3 Millionen Euro Auto. Quasi das teuerste hier überhaupt. Und das fuhr einfach so auf der Straße mit Offenbacher Kennzeichen, lustigerweise. So als Frankfurter macht man sich immer lustig über Offenbacher. Was ist hier? Ah, Speedtail. Raumschiff, haben sie das Kennzeichen so geil abgeklebt mit Panzertape. Das sieht echt gut aus hier. Ich wollte da nochmal gucken. Wir gucken mal, dass wir das hier. Ich will noch ein Foto von machen. Ne, das Foto ist ziemlich schlecht. Schade. Cooles Auto, so ein Speedtail ist nicht schlecht. Solides Fahrzeug. So, das ist die Karre von vorhin. Da waren wir im Auto gesessen. Und zwar ist das jetzt hier ein, was war es, Turbo oder Kompressorumbau? Twin Turbo. Krass, so eine alte Schüssel. Cool, fährt also sehr, sehr schnell. Hier wieder ein Alpina. FT1, der ist vorhin auch auf der Straße gefahren. Wir laufen hier einmal, steht hier wieder ein Chiron seitlich drin. Wir gucken mal. Da steht jetzt nichts Außergewöhnliches. Riesige Familie, um die ich herumlaufen muss. Hier ist Bugatti, der steht oft so. Wir laufen wieder raus, um hier Sound und Burnout zu bekommen. Da haben wir hier einen neuen Elver Sport Classic, den neuen. Woran erkennt man die? Klar, zum ersten an der Sonderfarbe. Ach, guck mal hier, das ist cool. Dann hier Goldembleme, die Sitze innen drin. Und auch hier hinten die Goldembleme drauf. Sehr, sehr cooles Auto.
So, Sonne scheint, wir laufen mal wieder rauf auf die Straße. Klingt nicht so schön. Achtung, Ford GT kommt. Ford GT! Ich schwör's euch auf meine Mutter. Klingt wie ein Staubsauger. Oder wie? Der sieht aus wie 12. Klammerbüchse. Klammerbüchse klingt wie ein Staubsauger. Was ist das für ein Ding gewesen? Ein Sulten. Hier, sehr, sehr schön. Wieder GT3 Touring. Heller Innenraum. Schick, schick. Das ist halt Porsche und hier ist noch ein Porsche. Und hier ist noch ein Porsche. Yeah! Frisch laut hier, geil. Holzlenkrad, der feine Herr hier im weißen CLS. Ja, wir kommen dann bestimmt auch nochmal rüber. Ja, jeder ballert, weil die Straße jetzt endlich mal frei ist. Geil. Scheiße. Mach nochmal, die Kamera ging aus. Leider. So, jetzt gucken wir mal. Na, Lusche. Z8. Komischerweise, ein Ort weiter hat einer so ein Ding und das steht auf der Straße. Klammerbüchs. Boah, da kommt hier ein Gallardo von da vorne, geil. Tausendern soll er doch mal was machen. Ey, der hat 1000 PS. Steht da alle auf der Straße rum? Mach mal was. Jawohl. Und jetzt Vollgas. Was war das denn? Hey, wie geil. Das ist ein Turbo. Alter. So ein. Mal Gas. So schüchtern. Sehr schöne Farbe. Bitte. Burn out, burn out. So, alter Lotus, glaube ich. Esprit? Ja, doch, steht sogar an der Seite. Lotus Esprit. Ah, hier, guck mal, so ein Techno-Violetter E36. Ah, das ist doch der, der vorhin hier Gas gegeben hat. Der hat leider Musik an, deshalb muss ich reden, dass man die Musik nicht hört. Natürlich. Ein bisschen Öl. Was hat er da aus Shisha aufgebaut? Ein Macher. Sehr asiatisch, oder? Ja. Mal ein Foto. So, das. Oder? So geil, wie der aussieht. Leitbaum.
Da freut sich die. Den Gang zu schnell wieder reingemacht. Dem hängt sein Gas. Scheiße. Dem ist sein Gas hängen geblieben. Der war voll Bremsung. Darf man das jetzt filmen? Scheiße, ja, der ist eben reingefahren. Der hat ihn nicht bremsen können. Darf man das jetzt filmen? Ich fühle mich da schlecht. Ich habe es gesehen, der hat gebremst. Keiner hat hingeguckt. Er hatte keine Schuld. Das Auto ist leider die Bremse hängen geblieben. Er hat nichts. Scheiße. Action hier. Wir gehen noch ins... R6, Abt. Damals ein Freund als Pressefahrer für Abt mit dem Auto hier, aber das war noch der Vorgänger. Einer von 125 in Monaco gefahren und da sind wir auch mit dem rumgefahren. RS6R. Weißt du noch den Gold? Das ist schon sehr cool. Ich weiß gar nicht, was das war. Selber gebaut? Audi. Audi? Was war das überhaupt? Oh, hier sind Mercedes. Die haben einfach nur lustige Sticker auf das Auto. Lustige Sticker aufs Auto. Jedes normale Auto hat keine Federn. Also Vogelfedern. Stimmt, der ist ziemlich hoch. Lift-Kit. Ja. Jetzt fährt das runter gleich, oder? Nee, in der Mittelkonsole fährt man das noch nicht runter. Ein Freund von mir hat so ein Ding. Ein STO? Ja. Vielleicht kennst du den Peter Pfeiffer? Nee. Auch weltberühmt. Ich mache noch immer ein Video. Hier, da liegt eine Flasche. Wie kommt die da hin? Hat so einer angefangen auf TikTok? Abt. Ich glaube, das ist eine Fälschung gewesen, der Abt. Das Ding ist halt, du kriegst halt dadurch mehr Stabilisation, weil das halt... Ich habe Anlass zu glauben, das war kein echter Abt. Das Carbon sah nicht richtig aus. Alles weg. Hier haben wir den Unfall der BMW, auch Gottes Willen, da ist ja nichts mehr zu sehen. Jetzt einmal die Front von dem anderen noch. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. So, da ist gerade die ganze Heckscheibe vor uns, vor unseren Augen auf die Autobahn gefallen. Die ganze Autobahn übersät mit Scherben. Ich bin aber ganz, ganz links gefahren. Dadurch habe ich es nicht abbekommen, aber ein BMW war ein Meter dahinter und ihm flog die Scheibe quasi auf die Motorhaube. Und der ist jetzt auch angehalten. Der ADAC hat es aber gerade erst bemerkt. Zuerst hat es nicht bemerkt. Die ganze Heckscheibe von dem alten BMW flog gerade vor unseren Augen auf die Autobahn. Geil. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.